Das heutige Thema ist ein schwieriges Thema, denn es geht um den großen Kampf zwischen Gut und Böse. Und dieser Kampf fing an, als ein Engel im Himmel sich entschloss, dass er gleich sein wollte mit Gott und sich erhoben hat über den Thron. Und dieser Kampf wird weitergeführt werden bis zum letzten Tage, wenn dieser ganze Prozess endgültig zu Ende kommen wird. Bei der Wiederkunft Christi und dann noch 1000 Jahre und dann ein endgültiges Ende an allem, was Sünde ist. Über diese Themen wollen wir in den nächsten Vorträgen mehr sagen. Im 1. Mose steht geschrieben, dass der Mensch geschaffen wurde und dass er die Herrschung haben sollte über alles, was auf der Erde war, über die Fische, das Meer, die Vögel, alle lebendigen Lebewesen, die sich bewegten auf der Erde. Aber wir wissen ja auch, dass er es preisgegeben hat, als er sich entschloss, einem anderen gehorsam gegenüber zu sein als Gott. 1. Mose 2, Vers 16 und 17 sagt Gott, dass ihr frei seid zu essen von irgendeinem Baum in dem Garten, aber an dem Tage, wo ihr isst von dem Baum des Wissen von Gut und Übel, dann werdet ihr sicherlich sterben. Das Thema haben wir ja schon mal betrachtet. Und wir wissen, dass die Schlange genau dieses Thema gebrauchte, um Eva zu verführen, und sagte zu ihr: Hat Gott wirklich gesagt, du musst nicht essen von dem Baum in dem Garten? Und die Antwort war: Wir dürfen essen von den Bäumen, die Früchte von den Bäumen in dem Garten, aber Gott hat gesagt, man soll nicht essen von der Frucht des Baumes, das in der Mitte des Gartens steht, und es auch nicht anfassen, denn dann wird man sicherlich sterben. Also Gott hat gesagt, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und wir haben das auch schon mal durchdiskutiert, warum hat Gott das nicht sofort eingestellt, die Konsequenz? Wieso hat er erlaubt, dass wir mit diesem Prozess weitergehen, so wie jetzt, dass der Tod wohl eintrifft, aber erst nachdem man ein Weilchen gelebt hat? Und warum hat er nicht als Satan das gleiche tat, sich erhob gegen Gott und die gleichen Sünden beging im Himmel, die er Eva auch dazu verführte, um zu tun? Und die Antwort war, weil Gott nicht wie ein Tyrann angesehen werden wollte, also du hast einen Fehler gemacht, weg bist du. Und andererseits durften die Konsequenzen auch nicht ausbleiben. Und Gott wollte ja auch nicht Lebewesen schaffen, die nicht imstande dazu wären, zu wählen, ob sie dienen wollen oder nicht, sondern er wollte nur freie Wesen in seinem Reich haben, die aus Verständnis für das Gute, dass das der einzigste Weg ist, diesen Weg auch aus sich heraus nehmen wollten. Also keine Marionetten hat er geschaffen, die nicht sündigen können. Er hat ihnen den freien Willen gegeben und somit hat er ihnen das größte Geschenk möglich gegeben. Aber dieser freie Wille, wusste er auch, irgendwann mal kann gegen ihn gebraucht werden. Und Satan hat ihn gegen ihn gebraucht. Und Gott hat Zeit gelassen, damit die ganze Welt sehen kann, dass Auflehnung gegen das perfekte Gesetz Gottes endgültig in Chaos, in Tränen und in Durcheinander entarten wird. Aber die Konsequenz der Sünde bleibt und ist der Tod. Das wird immer so bleiben. Also da muss man sicherlich sterben, wenn man gegen diesen Willen Gottes verstößt. Nicht, weil Gott ein Tyrann ist, sondern weil er in seiner Allwissenheit weiß, dass Gehorsam zu dem Gesetz Gottes die einzige Möglichkeit ist, um ewigen Frieden und Freiheit zu genießen. Die Schlange
gesagt, Gott weiß, dass wenn du isst von diesem Baum, werden dir die Augen geöffnet werden und du wirst sein wie Gott und du wirst unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und das war sehr begehrlich. Sie hat nicht gewusst, dass sie eines Tages ihren lieben Sohn verlieren würde, weil er durch den anderen Bruder erschlagen würde. Sie hat nicht gewusst, dass die Konsequenz des Bösen etwas ist, wovor Gott uns eigentlich bewahren wollte. Und dann wurde der Mensch ausgetrieben aus dem Garten Eden und ein Engel wurde hingestellt mit einem feurigem Schwert, sodass der Mensch nicht mehr Zugang haben sollte zum Baum des Lebens. Das Todesurteil wurde gefällt. Und von dem Augenblick an, wo der Mensch sündigte, fing der Wurm des Todes an zu wirken. Und endgültig in den früheren Menschen hat es etwas länger gedauert, weil sie noch robust und stark waren. Aber mit der Zeit ist die Lebenserwartung immer weniger und weniger und weniger geworden. Nach der Sintflut ist die Lebenserwartung um die Hälfte gefallen. Da war es circa 400 bis 500 Jahre. Und nach der Zerteilung der Erde in zur Zeit Peleg wurde es nochmal um die Hälfte geteilt, circa 200 Jahre. Und danach wurde es weniger und zur Zeit Davids war es schon, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Adam lebte also noch 930 Jahre und dann starb er. Jetzt heute wollen Menschen nicht mehr glauben, dass Tod Tod ist, sondern Tod ist ein anderer Zustand. Aber über das Thema will ich nicht zu viel sagen, denn wir haben ja einen ganzen Vortrag über genau dieses Thema. 1. Mose 3,15 hat Gott eine Lösung für das Problem der Sünde und das Todesurteil, das über die Menschheit ausgesprochen wurde. Der Mensch war nämlich verführt und Gott hatte einen Mitleid und eine Liebe für dieses Wesen, welches in die Irre gegangen war. Und schon von Anfang an, vor er die Erde gegründet hatte, hatte er einen Erlösungsplan. Er wusste, wenn er den freien Willen einbaut in diese Wesen, die er schafft, dann wird da eines Tages eine Konsequenz sein. Es muss eine Konsequenz sein, wenn da Übertretung des Gesetzes ist, denn wenn das erlaubt wird, auch nur einmal, wird dieser Wurm sein ganzes Königreich vernichten. Also die Konsequenz war der Tod. Ewiger Tod, abgeschnitten von Gott. Aber er war auch ein Gott der Gnade und so wusste er, dass wenn er verzeiht, wenn er gnädig ist, dann muss die Konsequenz immer noch nicht ausbleiben, aber er war bereit, sie auf sich selber zu nehmen, selber den Preis zu bezahlen und zu sterben am Kreuz. Und so versprach er von Anfang an, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen seiner Saat und deiner Saat und ihrer Saat. Es wird die Saat, ihre Saat wird dir den Kopf zertreten, ich muss das ins Deutsche übersetzen, ihre Saat wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Hacke, die Ferse stechen. Gut, quetschen ist das englische Wort. Also ein biblischer Text, der aussagt, dass da Feindschaft sein würde, dass da ein Kampf sein würde zwischen der Frau und ihren Nachkommen und zwischen Satan, die Schlange, und seinen Nachkommen. Und die Saat der Frau ist einzeln. Im Römer lesen wir, dass es eine Saat ist, die Saat Abrahams endgültig war eins, es war Jesus Christus. Viele Glaubensgemeinschaften möchten diese Frau Eva machen oder sie wollen sie in einigen Glaubensgemeinschaften Maria machen. Aber die Frau im biblischen Sinne ist die Gemeinde Gottes. Eva
war doch nicht diejenige, die durchgehend im Kampf war bis zum Ende der Zeit. Und auch nicht in dem Sinne wohl die Kinder von Eva, aber zwei Gruppen hier. Eine Konsequenz der Sünde war, dass der Mensch sterben würde, aber Jesus Christus würde wiederkommen und aus dieser Gemeinde Gottes, die er gründen würde auf Erden von Anfang an, würde ein Erlöser kommen, die Saat, und der würde Satan den Kopf zermalmen. Aber Satan würde ihn auch verletzen. Und das ist ja am Kreuze passiert. Also im biblischen Sinne ist es wichtig, dass wir wissen, dass die Frau nicht Eva oder eine bestimmte Frau ist, sondern Gottes Volk in allen Zeiten. In Offenbarung 12, Vers 1 lesen wir auch von einer Frau. Und da erscheinte ein großes Wunder im Himmel, eine Frau gekleidet mit der Sonne und dem Mond unter ihren Füßen und auf dem Kopf eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war gekleidet mit der Sonne. Aber du sollst dich nicht fürchten, meinen Namen sollst du fürchten, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufsteigen wird mit Heilung in den Flügeln. Malachi 4, Vers 2, ein messianischer Text. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Diese Frau war gekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christus. Es ist also die Gemeinde Gottes in aller Zeit. Jeremia 6, Vers 2 sagt, ich habe dich verglichen, o Tochter von Zion, mit einer schönen, delikaten Frau. Und jetzt wollen wir wissen, wer die Tochter von Zion ist. Jesaja 51, Vers 16 sagt es, Zion, du bist mein Volk. Also Zion wird verglichen, das Volk Gottes wird verglichen mit einer delikaten, schönen, reinen Frau. Und dieses Bild von Anfang an, das Versprechen, Feindschaft zwischen der Frau, dem Volk Gottes, das gekleidet ist mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, und Satan, das würde ein ewiger Kampf sein. Jesus Christus sagt, wenn ich aufgerichtet werde, dann ziehe ich die Völker zu mir. Und Satan sagt, ich werde beweisen, dass keiner dir nachfolgen will, alle werden sie mir nachfolgen. Und dieser Kampf wird weitergehen bis zum Ende des Tages. 2. Korinther 11, Vers 2, ich habe dich verheiratet oder verlobt zu einem Mann, dass du eine reine Magd sein kannst für Jesus Christus. Also seine Braut, diese schöne Frau, ist seine Gemeinde, und da ist nur ein Mann, ein Ehemann, und das ist Jesus Christus. Also die Feindschaft zwischen Frau und der Schlange ist zwischen der Gemeinde Gottes und zwischen Satan. Und durch die Gemeinde Gottes möchte Jesus Christus die ganze Welt erreichen. Die Gemeinde Gottes in aller Zeit. Offenbarung 12, Vers 3. Also wir haben die Frau in Offenbarung 12. Die Gemeinde Gottes in aller Zeit, und dann haben wir den Gegner. Und dann erschien ein anderes wunderbares Zeichen, großartiges Zeichen am Himmel. Und siehe da, ein großer roter Drache, und er hatte 7 Häupter, die Zahl 7, Gottes Zahl ist auch 7, also das ist auch eine Macht, die sich als Gott aufspielt, und hat 10 Hörner, und 7 Kronen, jedes Haupt hat eine Krone auf dem Kopf. Und jetzt wollen wir mal die Bibel fragen, wer ist denn dieser Drache? Offenbarung 12, Vers 4 sagt, sein Schwanz nahm ein Drittelteil der Sterne des Himmels mit sich und sie wurden zur Erde hinabgeschmissen. Jetzt in hebräischem Parallelismus kann man herauslesen, dass Sterne oft gebraucht werden im Zusammenhang mit Engeln.
Also ein Drittel der Engel sind durch diese Macht aus dem Himmel herausgenommen worden und auf die Erde herabgeschmissen. Und der Drache stand vor der Frau, welche bereit war, ein Kind zu gebären, sodass er das Kind vernichten konnte, sobald es geboren war. Das Versprechen am Anfang war, die Saat der Frau aus der Gemeinde Gottes heraus wird der Messias kommen. Und der Drache war bereit, dieses Kind zu vernichten, an dem Augenblick, wo es geboren wurde. Jetzt der Drache wird identifiziert später als Satan, ganz eindeutig in der Bibel. Und wann ist das passiert? Natürlich bei der Geburt Jesu. Als Jesus Christus geboren wurde unter seinem Volk, da war der Drache bereit, das Kind zu vernichten. Als er es nicht finden konnte durch die Soldaten, hat er den Auftrag gegeben durch Herodes, dass sämtliche kleinen Jungs vernichtet werden sollten. Sogar mit dem Alter davor und danach ganz sicher zu sein, dass er ihn auch kriegt. Aber Gott hat ja das gewusst und hat sie fliehen lassen nach Ägypten. Und sie war mit Kind, Offenbarung 12, Vers 2 bis 4 weiter, und sie war mit Kind und weinte in Geburt, und das Kind wurde geboren, und der Drache stand vor der Frau, die bereit war, das Kind zu gebären, damit er das Kind vernichten konnte, sobald es geboren wurde. Er wollte Jesus Christus aus dem Weg haben von Anfang an. Aber wie gesagt, Gott hat es verhindert. Psalm 2, Vers 7 sagt der Herr, ich werde das folgende Dekret ausgeben. Du bist mein Sohn, das ist der Tag, an dem ich dich bekam. Psalm 2, Vers 8. Frag von mir und ich gebe dich zu den Heiden als ein Erbe und zu den äußersten Teilen der Welt als dein Hab und dein Gut. Also die ganze Welt soll nachher Christus untertan sein. Aber Satan möchte das Gegenteil. Er möchte haben, dass die ganze Welt ihm untertan ist. Psalm 2, Vers 9 sagt, dass Christus endgültig der Sieger sein wird. Du wirst brechen den Stab des Eisens und du wirst malmen und kaputt schlagen, alles wie ein Töpfer seinen Töpfe kaputt schlägt. Jesus Christus endgültig wird der Sieger sein, aber Satan ist ganz scharf draus, um ganz sicher zu machen, dass so wenig wie möglich zu Christus geht und die meisten verloren gehen, weil er weiß, dass er verloren geht. Offenbarung 12, Vers 5. Und sobald das Kind fortgebracht wird und das Menschenkind geboren wurde, das männliche Kind, das die Nationen beherrschen sollte mit diesem eisernen Stab, also ein Sinnbild auf Jesus Christus, wie wir gesehen haben, der Messias würde das machen. Also dieses Kind, das geboren wurde, das alle Nationen mit dem eisernen Stab regieren wird, für alle Zeit, ist Jesus Christus. Und dann sagt die Bibel, und ihr Kind wurde aufgefangen und zu Gott emporgenommen, zu seinem Thron. In diesem einen kleinen Text haben wir die Geburt Jesu, den Tod Jesu, die Auferstehung Jesu. Alles da gegenwärtig. Also hier in diesem Text ist dieser Teil verborgen, wo der Drache die Verse von Christus sticht, sagt die deutsche Bibel. Bruise, sagt die englische. Und die Auferstehung und alles, was damit zusammengehört, ist damit drin. Offenbarung 22, Vers 14 sagt, gesegnet sind die seine Gebote halten, damit sie das Recht haben zum Baum des Lebens und durch das Tor eingehen dürfen in die Stadt. Also nach dem Tode und der Auferstehung Jesus Christus hat sich nichts geändert an diesem großen Kampf, außer dass Christus gesiegt hat am Kreuz
und dass Satan verloren hat am Kreuz. Aber der Kampf geht weiter um das Volk Gottes, denn der Erlösungsplan endet erst total, wenn die neue Erde und der neue Himmel geschaffen wird und das neue Jerusalem endgültig die Hauptstadt der Welt sein wird. Aber wer in diese neue Hauptstadt hineingehen will, der muss auch wieder die Gebote Gottes halten. Und darum geht es eigentlich. Von Anfang an hat Satan sich aufgelehnt gegen die Autorität Gottes. Er hat gesagt, mit deinem Gesetz möchte ich nichts zu tun haben. Ich stehe über das Gesetz. Ich brauche dein Gesetz nicht. Offenbarung 19, Vers 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, mit dem er die Nationen schlagen wird, und er wird sie herrschen mit dem Stab von Eisen. Wieder ein messianisches Bild. Das Schwert, das aus dem Mund hervorgeht, ist das Wort Gottes, und der große Kampf wird gehen zwischen dem Wort Gottes und dem Wort Satans. Eine falsche Lehre, eine wahre Lehre. Also kurz zusammengefasst, das Kind wurde geboren. Es wurde geboren in Judäa, in Bethlehem. Das haben wir ja schon in einem Vortrag behandelt. Satan hat alles versucht, das Kind von Anfang an zu vernichten. Gott hat es behütet und beschützt. Hebräer 2, Vers 14. Weil die Kinder Fleisch und Blut haben, haben sie in seiner Menschheit Teil gehabt, und so dass sein Tod die Macht besitzt, um zu vernichten das, was der Teufel aufgerichtet hat, nämlich die Kraft des Todes. Durch den Teufel kam der Tod, durch Satans Verführungen war der Mensch endgültig zu Tode verurteilt. Aber wenn wir Teil werden an dem Leib Christi, dann können wir mit ihm wieder teilhaben an dieser Auferstehung und das ewige Leben genießen. Hier im Kreuz hat Christus den Tod zu Tode verurteilt. Und dann sagt die Bibel weiter in Offenbarung 12, und da war Krieg im Himmel, und Michael und seine Engel fochten, und der Drache und seine Engel auch. Aber der Drache, der konnte den Sieg im Himmel nicht schaffen. Da war Krieg, Michael und seine Engel kämpften, der Drache und seine Engel kämpften, und der große Drache, die alte Schlange, die der Teufel genannt wird, und Satan, also der Drache ist Satan, da ist die Definition, der die ganze Welt verführt. Verführt wozu denn? Zur Übertretung des Gesetzes. Und sie in eine falsche Lehre hineinbringt, wo da kein Heilsplan gegenwärtig ist. Er verführt die ganze Welt. Der wurde herausgeschmissen aus dem Himmel und auf diese Erde. Das Wort Michael heißt, der ist, was Gott ist. Michael ist der himmlische, angelische Name von Jesus Christus. Der ist, was Gott ist. Dieser Erzengel Michael wird auch der Engel genannt im Alten Testament. Und wir wissen, dass es Gott sein muss, denn er hat Verehrung und Anbetung angenommen. Ziehe deine Schuhe aus, denn wo du stehst, ist heiliger Boden. Und man hat sich niedergekniet und vor ihm gebetet. Die anderen Engel in Offenbarung, wenn einer das gemacht hat, haben immer gesagt, steh auf, bete Gott an. Also Michael, der ist, der, was Gott ist, ist Jesus Christus, und er kämpft gegen Satan und seine Engel, und ein Drittel der Engel werden aus dem Himmel herausgeschmissen. Daniel 12 wird Michael, Jesus Christus, der ist, was Gott ist, auch der große Prinz deines Volkes genannt, und der wird aufstehen in dem Zeit der Trübsal, und er wird dein Volk erlösen. Das ist nur Jesus Christus, der das Volk Gottes am Ende der Tage erlöst. Also im Alten Testament war die Kirche geschützt, behütet durch alle Zeiten
durch den Messias, der kommen sollte. Das Versprechen des Messias war im Heiligtum, in der Heiligtumslehre ausgebildet und in dem ganzen Opfersystem, das mit Adam und Eva anfing, bis zum Kreuz. Und nach dem Kreuz steht das Kreuz weiterhin für den Tod des Messias. Und jetzt ist der Hohepriester, Hohepriester für das Volk Gottes. Und der Kampf zwischen Gut und Böse ist jetzt hier auf Erden konzentriert. In Apostelgeschichte 7, Vers 38 wird gesprochen von der neuen Gemeinde als die Kirche in der Wildnis, in der Wüste. Offenbarung 12, Vers 10 sagt, jetzt ist gekommen die Erlösung und die Kraft des Königreiches und des Gottes und die Kraft seines Christus. Denn der Beklager der Brüder, der Ankläger der Brüder ist herabgeschmissen worden, der sie anklagt vor Gott Tag und Nacht. Also Satan hat Zugang zum Himmel verloren. Früher, wir lesen im Buch Hiob, hatte er Zugang. Jetzt kein Zugang. Und er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Jesus sagt, ich sah Satan, er fiel wie Blitz vom Himmel. Dieser Satan sagt in Ezekiel 28, Vers 15 und 17, sagt es, dass er perfekt war in all seinen Wegen. Er war ohne Fehler. Gott hatte ihn geschaffen mit einem freien Willen und dieser freie Wille erlaubte es ihm, diesen Aufstand zu entwickeln, wenn er es zuließ. Und darum war er ohne Tadel, war er geschaffen, bis dass diese Bosheit in ihm selber hochkam, weil er den freien Willen ausübte und sich über Gott erheben wollte. Dein Herz ist aufgehoben oder erhöht wegen deiner Schönheit und du bist korrupt geworden durch deine Weisheit und weil du so hell bist. Jetzt, diese Schönheit dieses Engels hat ihn korrupt gemacht. Und wir wissen, dass viele Menschen heute auch noch, wenn sie sehr schön sind, neigen, um korrupt zu werden. Ich denke, das Problem habe ich nicht gerade. Es sind vielleicht andere Gründe, warum das passieren könnte. Aber das, weil er so schön war, weil er so hoch anerkannt war, er war ja ein Cherub, er war einer der Engel, der um die Bundeslade und um den Thron Gottes war, er war der höchste Engel im Himmel und das hat ihn zur Auflehnung gebracht. Und die Frau, Lukas 3, Vers 16, die Jesus heilte und alle geklagt haben, weil er das am Sabbat getan hat, Jesus sagt, soll diese Frau, diese Tochter Abrahams, die durch Satan gebunden war 18 Jahre, nicht befreit werden an diesem Tag, den Sabbattag. Satan ist derjenige, der Qual bringt auf Erden. Satan ist derjenige, der bindet. Satan ist derjenige, der alles Übel in dieser Welt anrichtet. Aber Gott ist derjenige, der immer die Schuld kriegt. Matthäus 4, Vers 9. Alle Dinge will ich dir geben, sagt Satan, wenn du nur vor mir niederfällst und mich anbetest. Eines der großen Versuchungen Jesus Christus. Hier war die Gelegenheit. Satan wusste, hier steht der Messias, hier steht der Gottmensch vor ihm, den er nicht die Ehre geben wollte im Himmel und er wollte mit ihm gleich sein. Und jetzt kam der Test. Jesus Christus, möchtest du alles wieder zurückhaben, was ich dir weggenommen habe? Ich gebe es dir freiwillig. Ich gebe es dir alles wieder zurück. Ich entschuldige mich und du kannst gewinnen. Nur eins musst du machen, nur einmal. Keiner sieht es ja, nur einmal. Knie dich mal hin.
und sagt, ich bin dir gleich oder ich bin Gott. Und Jesus hat ihm geantwortet, geh weg, Satan, du sollst deinen Gott alleine anbeten und nur ihn. Geh hin, Satan, es ist geschrieben, du sollst deinen Gott anbeten und nur ihn. Wir sind nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen die bösen Mächte im himmlischen Raum. Mit anderen Worten, ringsrum uns auf dieser Erde gibt es dämonische Mächte, die im Kampf verwickelt sind mit der Gemeinde Gottes. Und in Offenbarung 12,12 sagt es, wehe den Einwohnern der Erde und der See, denn der Teufel ist herabgekommen, das sind die Nationen, denn er hat große Wut, denn er weiß, dass seine Zeit sehr kurz ist. Also dieser große Kampf zwischen Gut und Böse wütet hier auf Erden und nach der Auferstehung Christi ist es vor allem die Gemeinde Gottes, die die Rache und den Zorn des Drachens auf sich hat. Offenbarung 12, Vers 13. Und als der Drache sah, dass er aus dem Himmel herausgeschmissen war, hier unten auf die Erde, dann verfolgte er die Frau, welche das Kind hervorgebracht hatte. Es ist nicht Maria, die er hier verfolgte, nein, er verfolgte die Gemeinde, die Braut Christi, die reine Magd, die wird jetzt verfolgt. Denn die hat ja jetzt die Botschaft, die in die ganze Welt hineingetragen werden musste, dass die Erlösung durch den Messias alleine zustande kommen wird. Wir wissen auch, wie er das gemacht hat, wie er Königreiche dazu bewegt hat. Hier sind die Katakomben. Wir kennen ja die Geschichte, wie die Christen hier verfolgt wurden, wie sie verbrannt wurden, lebendig, mit Teer übergossen, angezündet, damit sie lebendige Fackeln für Nero sein konnten zum Beispiel, den Löwen gefüttert wurden. Er war grausam gemein mit ihnen. Petrus hat man verkehrt rum gekreuzigt, Paulus hat man den Kopf abgeschlagen. Schon immer hat der Drache gezürnt wieder die Frau. Den armen Jeremia haben sie in zwei gesägt bei lebendigem Leibe. Also sein Zorn und sein Hass gegen die Frau Gottes war schon immer da. Nach der Auferstehung ist es die Gemeinde Gottes, die leidet. Hier in den Katakomben die Gräber von den Christen, die verfolgt worden sind. Offenbarung 12, Vers 11 und 12. Aber sie überwindeten, sie bekamen das ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort seines Zeugnisses. Und sie liebten nicht ihr Leben, sondern waren bereit zu sterben für das, was sie glaubten. Darum, o Himmel, freue dich und alle, die da drin wohnen. Also der große Kampf geht weiter jetzt zwischen Satan und der Gemeinde Gottes. Am Anfang versucht Satan, so wie er das Kind vernichten wollte, als er das nicht geklappt hat und als die Auferstehung auch noch ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, jetzt geht er für das Volk Gottes. Der Kampf zwischen der reinen Frau und dem Drachen ist eine Realität, die von Tag zu Tag weitergeführt wird, auch in unserer jetzigen Zeit. Dann sagt die Bibel, und dann gegen Ende des zweiten Jahrhunderts haben die Kirchen nach und nach eine andere Form angenommen. Die erste Einfachheit verschwand, das lesen wir in Geschichtsbüchern. Die Bibel sagt, es kommt eine Abtrünnigkeit und endgültig ein totaler Abfall. Ein Mann der Sünde wird kommen. Und dann wird das endgültige Babylon, das die Auflehnung gegen Gott vollendet werden und die letzten Ereignisse werden stattfinden. Darüber einen Vortrag später heute Abend. Aber nach dieser ersten Verfolgung kam allmählich ein Verfall. Die ersten, die neuen Christen waren nicht mehr so, wie die früher waren. Die nach dieser Verfolgung, die Christen, haben sich mehr vereinbart mit den Heiden. Und das Heidentum und das Christentum fing sich an zu vermischen.
Als Satan sah, dass er die Christen nicht vernichten konnte, durch sie zu ermorden oder zu erschlagen oder zu Märtyrern zu machen, und dass immer wieder, wenn einer starb, 10 aufstanden, dann hat er es anders versucht. Dann hat er wieder listig wie die Schlange gesagt, wenn ich sie nicht kaputt schlagen kann, dann gewinne ich sie allmählich auf meine Seite. Und so hat er erstmal Frieden mit den Christen gemacht und dann hat er den Kaiser auf ihre Seite gebracht, Konstantin, und dann unter seinen Schutz genommen und allmählich das Heidentum mit dem Christentum vereinbart. Und die Kirche und Heidentum kamen zusammen und man könnte sagen, dass Horden von getauften Heiden in die Gemeinden hineinkamen und das Christentum wurde sehr dadurch abgeschwächt. Centuries of Christianity, Concise History, Seite 51. Das ist reine geschichtliche Tatsache. Offenbarung 12, Vers 6 sagt, dass die wahre Gemeinde Gottes auch unter diesen Umständen weiter existierte. Und die Frau, sie floh in die Wüste. Und da hatte Gott einen Platz für sie vorbereitet, sodass sie ernährt werden sollte in den 1260 Tagen. Also für eine bestimmte Zeit ist die wahre Gemeinde unter diesen Zuständen geflohen in die Wüste und Gott hat sie ernährt. Jetzt, wie wird eine Gemeinde ernährt? Sie wird ernährt mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes blieb lebendig in der Wüste, in den verborgenen Plätzen. Offenbarung 12, 14. Und die Frau, ihr wurde gegeben, diese Gemeinde Gottes, wurde gegeben 2 Flügel wie ein großer Adler. Und sie flog in die Wüste zu einem Platz, wo sie versorgt werden konnte für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Also haben wir 2 Zahlen hier. Wir haben die Frau, wir haben die Wüste. Einmal haben wir 1260 Tage gehabt und in Offenbarung 12, 14 haben wir die gleichen Bilder und die Zeit wird gleichgestellt mit Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Die prophetische Zeit, die auf das kleine Horn in Daniel 7 zutrifft. Also eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, das sind 3,5 Jahre. Das prophetische Jahr, 360 Tage, wenn man das zusammenzählt, dann hat man auch 1260 Tage. Und was machst du auf dem Kopf? So eine Unverschämtheit. Dürfen wir das mal umdrehen? Ich mach's eins zurück, dann holen wir es nur raus. Natürlich, das wird auf dem Kopf sein. Toll, jetzt steht er richtig. Wenn wir zum Buch Daniel gehen, dann finden wir einige Aussagen über eine Macht, die zwischen den 10 Hörnern hervorkommt. Und diese Macht ist die Macht, die sich gegen Gott auflehnt. Es wird geschrieben in Kapitel 7, Vers 7 und 8, dass es aus dem 4. Tier hervorgeht, das heißt aus dem Römischen Reich. Vers 8 sagt, dass es zwischen den 10 Hörnern hervorgeht. Mit anderen Worten, es muss passieren rund um das Jahr 400 nach Christus. Also die 10 Hörner sind schon da, 4, 7, 6 ungefähr kommt es hervor. Zwischen die 10, die sind noch da. Nach den 10, Vers 24, also nachdem Rom zerfallen ist in seine Staaten, also wir haben eine Zeit, wann es entsteht, nachdem die 10 Hörner gegründet sind. Es ist anders wie die anderen. Die ersten waren politisch, dies hat noch einen anderen Komponent, aber es ist ein Horn und ein Horn ist ein Königreich oder ein König. Also es muss ein Königreich oder ein König sein. Dann, es ist größer wie die anderen, hat also mehr zu sagen, mehr zu behaupten. Sehr wichtig, 3 der Hörner wurden
rausgerissen wegen dieser Macht. Und dann, er sprach große Dinge wieder Gott, Blasphemie. Und das wird zweimal definiert in der Bibel. Wie gesagt, Christus haben sie steinigen wollen, als er gesagt hat, ich bin Gott. Und als er gesagt hat, ich kann Sünden vergeben, da wollten sie ihn steinigen. Und ich würde meinen, dass diese kleine Macht, dieses kleine Horn, das größer wird wie alle anderen, wird auch das behaupten wollen. Und dann, es wird die Heiligen verfolgen, es wird Zeiten und Gesetz ändern und es wird regieren für diese Zeit, die genannt wurde in Offenbarung 12. Nämlich eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 1260 Tage, prophetische Tage oder 3,5 prophetische Jahre, beides ist gleich. Wir wissen, dass die Staaten, die entstanden sind aus dem Römischen Reich, die Alemanni, Franken, Sachsen, Visigoten, Burgunda, Lombarden und Suevi waren, und dann waren da auch noch die Ruler, die Vandalen und die Ostrogoten, und diese waren die 10. Und die drei hier, die Ruler, die Vandalen und die Ostrogoten, die hatten eine andere Sicht über Gott und waren eigentlich gegen das, was die offizielle Kirche in Rom lehrte. Und endgültig wurden diese drei vernichtet und existieren heute nicht mehr. Nur einer, und ich möchte ganz vorweg sagen, vor dem ich anfange mit dem Thema, ich glaube, dass Gott sein Volk hat in allen Glaubensgemeinschaften. Und ich glaube, dass alle von Gott gerichtet werden und bewertet werden nach dem Licht, das sie haben. Aber es gibt Systeme auf Erden, die gebraucht werden gegen die Gemeinde Gottes und die gebraucht werden durch die Schlange, um das Antisystem, das Antierlösungssystem auf Erden aufzurichten. Also wenn ich rede heute von einem System, dann rede ich nicht über einzelne Personen in dem System, und ich glaube auch nicht, dass sie verloren sind, weil sie in einem System sind, sondern wir sprechen rein um das System. Wir lesen in The Temporal Power of the Popes, katholisches Zitat, dass der Priester, der Vicar von dem der eingeborenen Sohn Gottes, der gesalbte hohe Priester, der höchste irdische Herrscher, der Papst, sitzt in seinem Gremium, um zu richten zwischen Nationen und Nationen, Völker und Prinzen und zwischen Königen und Untertanen. Also eine Macht entstand hier in Europa zwischen den 10, zur richtigen Zeit, die größer war als alle anderen. Diese Macht hatte ihr Entstehen schon früh, als das Heidentum und Christentum sich anfing zu vermischen. Und der Bischof von Rom wurde immer mächtiger und mächtiger und hatte die Unterstützung des Kaisers von Rom, obwohl der Sitz schon verlegt war nach Konstantinopel. Der Kaiser Justinianus hat ein Dekret ausgegeben im Jahr 538, dass nur der Bischof von Rom der oberste Hirte von allen Kirchen sei. Und dieser Bischof von Rom hat sich auch den Titel genommen der römischen Kaiser, nämlich Pontifex Maximus, PM. Und er war größer als alle anderen. Ich möchte behaupten, dass nur die römisch-katholische Kirche und kein anderes System alle die Punkte, die wir eben in Daniel 7 betrachtet haben, erfüllt. Es ist entstanden zwischen den 10, ja. Es ist entstanden, vor dem die 3 vernichtet wurden, denn durch das System selber sind 3 vernichtet worden. Das waren nämlich aramäische Glaubensbekenntnisse, und sie hatten Rom beherrscht und das Papsttum oder den Bischof beschränkt in seinem Wirken, und einer nach dem anderen wurden große Armeen im Auftrag der Kaiser geschickt, um diese Völker zu vernichten, sodass
das ganze System katholisch sein konnte am Ende. Es war ein System, das größer wurde als alle anderen. Wir wissen, dass der Papst Könige eingesetzt hat, dass er sie abgesetzt hat, dass er exkommunikiert hat, wen er wollte. Wir wissen, dass er mächtiger war als alle anderen. Und die Fragen, die wir jetzt noch kurz betrachten müssen, also die ersten Punkte, stimmen alle. Hat er auch große Dinge gegen Gott geredet? Wir lesen in Extracts of Ferrerius Ecclesiastical Dictionary, im Artikel über den Papst, der Papst hat so eine große Würde und ist so erhoben, dass er nicht ein normaler Mensch ist, aber wie es sei, Gott und der Stellvertreter Gottes. Er ist gleichzeitig der divine, göttliche Monarch, also Herrscher, der oberste Kaiser, er ist König der Könige, sodass, wenn es möglich wäre, dass Engel sich irren könnten oder von dem Wege des Glaubens abtrünnig werden könnte oder anders glauben als er im Glauben, dann könnte er sie richten und exkommunikieren, der Papst. Also die katholische Kirche behauptet, dass der Papst von so großer Würde ist, dass er nicht ein normaler Mensch, aber Gott ist. Dann behauptet er weiter im katholischen National July 1895, der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi, aber er ist Jesu Christi, verborgen unter einem Mantel des Fleisches. In einem Bull Olam Sanctum sagt ein Papst, dass er hat so eine große Würde, dass was kann er anders sein als Gott? Also päpstliche Aussagen, katholische Kirchenaussagen, alle behaupten sie, er sei ein Gott auf dieser Erde. The Most Holy Councils, Volume 13, von 1167, sagt, we define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff holds the primacy of the whole world. Wir erklären, wir definieren, dass der heilige römische Papst die Herrschung hat über die ganze Welt. Und die Bibel sagt, dass endgültig wird die ganze Welt diesem System Gehorsam leisten. Die Enzykliken von Papst Leo, wir halten auf dieser Erde den Platz von Gott allmächtig. Also die katholische Kirche sagt, dass sie diesen Platz innehält. Der katholische Priester, Seite 78, wird das Folgende behauptet. Die katholische Kirche sagt, suche, wo du willst, durch den Himmel oder auf Erden, und du wirst nur ein geschaffenes Wesen finden, das Sünden vergeben kann, das dich frei machen kann von den Ketten der Hölle. Und dieses außerordentliche Wesen ist der Priester, der römisch-katholische Priester. Also sie behaupten, sie seien Gott, und sie behaupten, dass sie Sünden vergeben können. Sprechen also große Dinge. Hier ist das katholische Enzyklopädie. Komm, wir lesen mal, was sie darüber da sagen. Und Gott selber ist verpflichtet, um sich zu unterstellen bei der Richtsaussage, richtig gerechten Aussage des Priesters. Und entweder zu verzeihen oder nicht zu verzeihen, so wie der Priester Freisprechung gut sagt oder entzieht. Das Urteil des Priesters geht dem vom Gott voraus und Gott unterschreibt es. Also der Priester hat mehr Macht wie Gott. Wenn der Priester sagt, du bist verloren, hat Gott nicht das Recht, um zu sagen, du bist nicht verloren. Also das geht schon ziemlich weit. Jetzt 1260 Tage oder prophetische Jahre soll dieses System die Frau verfolgen, die flüchtet in die Wüste und sich beruht auf das Wort Gottes, das sie ernährt. Der berühmte katholische Schriftsteller Thomas Aquinas sagt, dass Heretiker können zu Tode verurteilt werden wie andere Kriminelle. Also die katholische Kirche hat immer schon das behauptet, dass das Möglichkeit. Im Dekret de Translat Episcop sagt der Papst,
Der Papst hat die Macht, um Zeiten zu ändern, um Gesetze abzusagen und mit allen Dingen, sogar mit den Aussagen Jesus Christus, zu tun, was er will. Er kann sie beseitigen, wenn er das will. Also Verfolgung, verfolgt die Heiligen? Ja, er hat es getan. Millionen der Menschen sind umgekommen in der Inquisition und durch den 30-jährigen Krieg, 100-jährigen Krieg, Verfolgung der Hugenotten und. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen. Und dann sagt er, sagt die Bibel, dass das kleine Horn Zeit und Gesetz ändern würden, und er behauptet, er kann es auch tun. Der Papst kann göttliches Gesetz ändern. Das kommt von Prompta Bibliotheca Papa Artikel 2. Der Papst behauptet, er kann göttliches Gesetz ändern. Er trägt auch die dreifache Krone, und die dreifache Krone kommt direkt aus Babylon, wo der Bullengott Babylons auch die dreifache Krone getragen hat, und zwar Gott des Himmels, der Erde und der Unterwelt. Er ist sogar ein Gott des Himmels. Wie hat er das Gesetz Gottes geändert? Er sagt, Sonntag ist mein Mahlzeichen der Autorität. Die Kirche steht über die Bibel, und die Verschiebung des Sabbats auf den Sonntag ist ein Beweis, dass die Kirche über die Bibel steht. Katholische Enzyklopädie, Volume 4, Seite 153. Die Kirche, nachdem sie den Tag der Ruhe vom jüdischen Sabbat oder vom siebten Tag der Woche zum ersten verlegt hat, hat es das dritte Gebot genannt und den Tag als Sonntag weiterhin verehrt als des Herrentag. Also die katholische Kirche hat Auftrag gegeben, dass das Gesetz Gottes, du sollst den Sabbattag heiligen, geändert wird auf du sollst den Sonntag heiligen. Der letzte Punkt von diesem kleinen Horn ist die 1260 Tage. Jetzt die 10 Königreiche, wie gesagt, waren gegründet in 476. Und das Papsttum soll sein Titel Horn bekommen nach dieser Zeit, obwohl er schon vor der Zeit da ist, denn er entsteht ja zwischen den 10. Also es entsteht zwischen den 10 aus der Zusammenkunft von Heidentum und Christentum. Und dann soll er seinen Horntitel Königreich bekommen im Jahre irgendwann danach. Und wir wissen aus der Geschichte, dass im Jahre 538 der Papst den Thron bestieg unter der Beschützung von Belisarius. Vigilus betritt den Thron in dieser Zeit, 538. Diese biblische Zeit von Zeiten und eine halbe Zeit wird auch in der Bibel wiedergegeben als 42 Monate, 1260 Tage, und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, dass diese Zahl gebraucht wird. Die Zahl 6 ist hier sehr interessant. Aus dem Parallelismus, so wie wir eben gesehen haben, können wir lesen, dass alle diese Zeiten das gleiche System immer beschreiben. Wir haben gesehen, dass die Frau ging in die Wüste, wo Gott sie behütete, eine Zeit, Zeiten, eine halbe Zeit, und nachher Parallelismus. Die Frau ging in die Wüste, wo sie behütet wurde, 1260 Tagen. Und in Offenbarung 30 haben wir wieder so einen Parallelismus, der die 42 Monate mit den 1260 Tagen gleichstellt. Also immer das gleiche System. Es ist ein System mit der Zahl 6. Und von 538, wenn wir da 1260 Tage, Jahrtage dazu zählen, dann kommen wir bis zu 1798. Ist es wahr, dass da etwas passiert ist zu dieser Zeit, dass das System die Macht als Horn verlor, also die politische Macht beendete? Ja. Wir wissen, dass im Jahre 1798 Berthier den Papst gefangen nahm, Napoleon nach Dekret das System als beendet erklärte.
Also die politische Macht war verloren, das Tier, das Horn, hatte eine tödliche Wunde empfangen. Aber in Offenbarung werden wir lesen, dass diese Wunde wieder heil wird und dass die ganze Welt hinter diesem römischen System folgen würde. Und dass das kleine Horn entsteht also hier mit den 10 Hörnern zwischen den 10 und steht für das römisch-katholische System. Offenbarung 12, Vers 15. Und der Drache sprühte aus seinem Mund Wasser, das sind Völker, Nationen, Sprachengruppen, wie eine Flut hinter die Frau, nach der Frau, sodass er sie vernichten konnte, wegspülen konnte durch diese Flut. Also jetzt, nachdem er das Christentum und Heidentum vereinbart hatte und ein neues religiöses System gegründet hatte, mit dem er gegen die Frau kämpfen wollte, mit diesem System gebraucht er jetzt die Völker der Welt, um die wahre Gemeinde zu verfolgen. Ich sah eine Frau, das ist eine Kirche, sie saß auf diesem Scharlachentier mit dem Namen der Blasphemie, sich auflehnen, sagen, man ist gottgleich, man kann alles tun, was Gott kann. Der Papst sagt, ich kann alles tun, was Gott kann, was kannst du aus mir machen, außer Gott? Das ist in einem vorigen Vortrag das Zitat. Und die Frau war gekleidet mit Purpur und Scharlach. Die Farben des Papsttums sind Purpur und Scharlach. Und sie war mit Gold und Edelsteinen beschmückt. Noch nie so viel Reichtum in der Welt als wie in diesem System. Und sie hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, der voll war von Abominations, was das ist in Deutsch, naja. Und Gräuel, mit Gräuel und Schmutz ihrer Unzucht, Abtrünnigkeit von Gott. Also dieses System wird gebraucht werden, um die wahre Gemeinde Gottes zu verfolgen. Die Bibel schreibt von dieser Frau, dass sie eine Abtrünnige ist, dass sie eine Hure ist. Und sie schenkt einen anderen Wein ein als die Bibel. Jesus Christus hat ganz neuen Wein in die alten Weinschläuche hineingegossen, dass sie zersprengt werden sollten. Ein Evangelium, ein reines Evangelium. Hier ist ein ganz anderes Evangelium, was hier verkündigt wird. Der Papst selber, Papst Leo, hat eine Münze schlagen lassen, wo er auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite ist die Frau mit einem Becher in der Hand. Ich glaube, dieser Becher ist gefüllt mit Fehllehren, die Menschen in die Irre führen sollten. Und die Reformation hat ganz eindeutig gesagt, dass das römisch-katholische System ist der Antichrist. Und hier am Ratshaus in Nürnberg haben sie die Figuren von Daniel dargestellt und hier zwischen den 10 Hörnern haben sie das päpstliche System hier oben mit einem Menschengesicht, so wie die Bibel es beschreibt, hingezeichnet, um alle zu erinnern, dass sie das römische System als Antichrist bezeichneten. Hier ist auch ein römisch-katholisches Bild von der Frau mit dem Becher in der Hand. Sie identifiziert sich selber mit dem System. Der Papst sagt, ich bin der Stellvertreter Jesus Christus. Jetzt einer, der anstelle von ist, ist Antichristus. Das Wort Anti kann entweder heißen gegen oder es kann heißen an der Stelle von. Und wenn er sagt Antichristus an der Stelle von Jesus Christus, dann ist sein eigener Titel Antichrist. Eine goldene Tasse voll von diesen Fehllehren und auf ihrem Kopf war geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller Übeldinge oder Abtrünnigen auf Erde. Offenbarung 17, Vers 3 bis 5. Hier, wenn wir zum Vatikan gehen, dann sehen wir in dem Außenhof vom Vatikan das größte Sonnenrad der Welt. Das war das babylonische Symbol der Sonnenanbetung. Und das ist ein Kreuz,
ein Sonnenkreuz und noch ein Kreuz und hier haben wir ein Rad innen drin und eine Sonnensäule von ägyptischen Sonnengott in der Mitte. Das ist der Thron, das Rad in einem Rad und der Thron des Papstes. Und die Bibel sagt in Offenbarung 13, dass dieses System kriegt seinen Thron und seine Macht vom Drachen. Also dieses System soll jetzt gebraucht werden, um die Heiligen zu verfolgen. Die alten babylonischen Priester hatten viele Symbole und Gebrauche in ihrer Lehre, der Fisch, die Schlange, Asklepios nachher. Und die ganzen Symbolen Babylons finden wir heute in der katholischen Kirche. Hier im Pergamon Museum in Berlin haben wir einen Babylonpriester, Dagon der Fischgott. Und er hat hier auf dem Kopf einen Fischmitter mit dem Fischmund obendrauf. Und das ist genau das Gleiche, was die Bischöfe und Päpste heute tragen, mit dem kleinen Schwanz da hinten hier, ein Zeichen, dass sie Priester Dagons sind und nicht von Jesus Christus. Hier haben wir Dagon selber mit dem Fischmitter auf dem Kopf. Was hat das mit der Bibel zu tun? Überhaupt gar nichts. Babylon, das System, war bekannt als das Löwensystem in der Bibel. Und wir werden auch Komponente davon in Offenbarung 13 sehen. Der Papst wird genauso erhoben bei einigen Zeremonien getragen mit den gleichen Federn und den gleichen Ritualen, wie es die heidnischen Pontifex Maximuses, die Pontiffs, getan haben. Hier haben wir in der katholischen Kirche den kleinen Jungen, der mit Gold beschmückt ist und mit Edelsteinen beschmückt ist. Und es wird die Aussage gemacht, dass das Jesus Christus ist, hier mit einer Krone auf dem Kopf. Aber das ist Tammuz. Das kommt aus heidnischem Gebrauch. Ursprünglich haben wir diese Tammuz-Figuren aus Heidentempeln gehabt und sie werden heute angebetet als Bambino oder Jesus. Und die Sonnenblende ist immer mit diesen Bildern verbunden. Die Lehre von Mutter und Kind, auch mit der Sonnenblende ringsrum, ist auch eine heidnische Lehre. Es kommt von Nimrod, Semiramus, die Wiedergeburt des Sonnengottes durch die Muttergottes Rea, die dann endgültig den Sohn gebar, der die Sünden der Welt auf sich nehmen wird. Ich habe nicht zu viel Zeit, dieses System zu besprechen, denn es ist auch zu bekommen in einem Vortrag, der heißt Der Wein von Babylon. Da ist mehr Detail über dieses System. Also Mutter- und Kindherrschung war ein babylonisches System, wo die Mutter Gottes war, wo sie gen Himmel ging, wo sie Königin des Himmels wurde. Sie war mit der Dreieinheit gleich. Und es gibt ja auch einige Bilder in katholischen Kirchen, wo sie auch dargestellt wird als Teil der Dreieinheit. Und dieses System kommt von Babylon, nachher ging es nach Ägypten, Isis und Osiris, war Mutter- und Kindanbetung. Hier haben wir wiederum die Sonnenblende rund um Maria, da ist der Mond unter den Füßen. Aber der Mond ist ein Halbmond und sie steht in dem Halbmond. Das war ein Symbol der Gebärmutter, in dem der Gott wiedergeboren wurde. Es war also eine Kultusreligion. Wiederum, das ist nicht Jesus, den wir hier in den katholischen Kirchen haben, sondern Tammuz, die Anbetung des Kindes. Ein anderes Symbol, das wir hier in dieser Kirche haben, hier oben ist die Sonnenblende mit dem Dreieck. Und das Dreieck hat Winkel von 60 Grad und ist das 666-Dreieck mit dem Auge Osiris, dem Sonnengott da drinnen. Das hat nichts mit Gott zu tun oder der Dreieinheit. Hier haben wir
wiederum einen, die zwei Hörner auf einer ägyptischen Figur mit der Sonnenscheibe da drin. Das wird oft auch als Halbmond ausgebildet. Und hier haben wir eine typische katholische Monstranz. Wiederum die Sonnenblende ringsrum. Und dann hier in der Mitte der Halbmond. Und in den Halbmond hinein wird die Hostie, die rund ist, hineingelegt. Und das macht dann das Sonnengottbild komplett. Die Wiedergeburt der Sonne in der Gebärmutter der Frau. Die Messe wird ja gesagt, dass es Jesus Christus ist, der wieder und wieder geopfert wird für die Lebendigen und die Toten. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus ist einmal geopfert für alle Zeiten. Diese Lehre, diese babylonische, heidnische Lehre, dass ein Priester die Sünden vergeben kann, dass ein Priester die Stelle Gottes einnehmen kann, dass in dem Papsttum diese Macht wirklich wird auf Erden, dass man durch das System gerettet wird, nur durch Anerkennung das System. Lasst euch nicht in die Irre führen. Der jetzige Papst behauptet genau wie alle anderen, dass es absolut notwendig ist, um die katholische Kirche anzuerkennen und das Oberhaupt der Kirche zu erkennen, um selig zu werden. Das steht im allerneuesten Katechismus, dem 94 Katechismus, ganz, ganz deutlich drin. Dieses System, was Jesus Christus aus dem Evangelium herausschreibt und ersetzt mit einem Kirchensystem, wo man jetzt durch eine Menschenvergebung findet und in einem System auch zu anderen beten kann, zu anderen Göttern beten kann, die jetzt andere Namen bekommen. Sie bekommen heiligen Namen oder sie werden Maria genannt. Und man kann fragen, dass sie Fürbitte für einen tun. Und die Festzeiten für alle diese Heiligen sind nicht zufälligerweise genau auch immer dann, wann die heidnischen Götter ihre Festzeiten hatten. Und somit das System der Heiligen übernimmt das System des Heidentums. Und Jesus Christus wird aus dem Tamid herausgeschrieben. Seine Rolle in dem Heiligtum wird ersetzt. Man kann jetzt Maria fragen, um Fürbitte zu leisten. Ein letztes Dogma, das jetzt in kürzester Zeit wahrscheinlich durch die Kirche herausgegeben werden wird, ist, dass Maria Mitmittlerin ist, Mitadvokat ist und dass sie Miterlöserin ist. Diese drei. Und meine Bibel sagt, nur durch Jesus Christus und niemand anders. Das System ist das alte heidnische System. Die Frau, die in der Wüste war, die mit dem System nichts zu tun haben wollte und sich klammerte an der Bibel und die Bibel allein, wurde in den 1260 Jahren von päpstlicher Beherrschung verfolgt bis ins Letzte. Die Waldenser, das war eine Gruppe, die geglaubt hat, die Bibel und die Bibel allein. Sie kannten ihre Bibel wie kein anderes Volk. Ihre größte Schande war die Liebe zur Heiligen Schrift. Das kommt von New York Harper and Brothers on History of the Inquisition and of the Middle Ages. Also ihre größte Sünde war, dass sie die Bibel liebten und dass sie mit Bibel andere Menschen zu einem biblischen Glauben bekehrte. Der Inquisitor Passau sagt uns, dass sie die ganze Bibel auswendig kannten und dass sie das Neue Testament vor allem auswendig kannten. Sie waren gottesfürchtige Menschen, aber sie standen unter dem Bann von Kirche und Staat. Der Drache würde jetzt Wasser sprühen, er würde Nationen, Völker gebrauchen, um alle, die nicht dieses System, das neue System annehmen, zu vernichten. Alle, die biblisch fundierten Glauben haben würden. Sie haben auch den Sabbat geheiligt nach den Geboten und nicht den geänderten Sabbat nach der katholischen Kirche. Die Inquisition hat gesagt, dass sie würdig sind für den Tod und
dass sie vernichtet werden sollten, weil sie lieber die Gebote Gottes Gehorsam leisten wollten, als den Geboten der römisch-katholischen Kirche. Noch ein Zitat, A Source Book of Medieval History, erzählt von dieser Zeit, dass die Macht des Papstes ausgeübt wurde, the rigor of ecclesiastical power, gegen alle, die mit ihnen was zu tun hatten. Man durfte nicht erst mit den Waldensern etwas zu tun haben. Und keiner war frei, um von den Dekreten des Papstes zu entrinnen in dieser Hinsicht. Hier haben wir die Geschichte nachher von den Jesuitenorden, wie der Jesuitenorden gegründet wurde mit dem Ziel, um die Reformation, die entstand wegen dieser Verbreitung des Wortes Gottes, zu vernichten. Hier ist ein Bild von der Vision Ignatius von Loyola in Spanien. Hier haben wir Jesuitenkirchen überall in der Welt. Jetzt im Osten, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat der Papst 3500 Jesuiten dahin geschickt, um sie wieder aufzurichten. In den Jesuitenkirchen haben wir hier Ignatius Loyola. Er wird verehrt als Heiliger überall in der Welt. Hier ist er in Verrückung in einer seiner Visionen in einem Kloster. Hier sind die Gefängnisse, die aufgerichtet wurden durch die Inquisition. Die Heiligen wurden verfolgt. Hier ist ein Platz, wo sie die Füße reingesteckt haben. Ihr kennt ja das Gedicht Füße im Feuer, wo sie die Menschen versucht haben, so weit zu kommen, dass sie ihren Glauben aufgeben. Hier ist das Versprechen des Jesuitenorden. Ich, dann kommt der Name da rein, verspreche vor, und dann all die Namen, die Heilige Maria, vor Gott und wer sie auch alle sind, Paulus und all die Apostel, verspreche, dass ich diesem System, das gegründet wurde von Heiligen Ignatius und dem Papst, Gehorsam leisten werde unter allen Umständen. Und dass ich mich einsetzen werde, um heretische Könige, Prinze, Staaten, Commonwealths, Regierungen, alle sind sie illegal, wenn sie nicht unter dem Papsttum stehen. Ich verspreche weiterhin, dass ich alles tun werde, was seine Heiligkeit oder seine Agenten mir erklärt. Und ich werde irgendeine Religion annehmen, die die Mutterkirche, wenn es die Mutterkirche befördern könnte. Und ich werde irgendwas tun, durch Wort, durch Schrift, alles was möglich ist, werde ich tun, um die Kirche zu befördern. Ich verspreche, dass ich keinen Willen von meinem eigenen haben werde. Also das größte Geschenk, selbst Satan hat einen eigenen Willen bekommen von Gott. Das größte Geschenk wird weggenommen. Satan ist unglaublich. Selbst will er den freien Willen nicht preisgeben, aber alle seine Untertanen, die müssen den Preis geben. Also sie versprechen, sie werden keinen Willen haben, sie werden gehorsam sein, perit et cadaver, wie eine Leiche. Und sie werden alles tun, ohne zu murmeln, wenn sie so einen Befehl bekommen. Und dann versprechen sie, ich werde zu irgendeinem Platz der Welt gehen, wo auch immer, wo man mich hinschickt, ohne zu murmeln. Und ich verspreche und erkläre, dass wenn die Möglichkeit sich bietet, werde ich grenzlos Krieg machen, gegen offen oder verborgen, gegen alle Heretiker, Protestanten, Liberalen, so wie es mir gesagt wird, bis ich sie vernichtet habe von dem Angesicht der Welt. Und ich werde nicht das Geschlecht in Acht nehmen und auch nicht den Zustand, die Kondition. Ich werde, das ist ein jesuitisches Versprechen, kann man das glauben? Ich werde sie hängen, ich werde sie vernichten, ich werde sie kochen, ich werde sie schlagen, ich werde sie verwürgen, ich werde sie lebendig begraben, diese Heretiker. Ich werde ihre Mägen aufrücken, reißen, ich werde den Kindern, die Babys, Neugeborenen, die ungeborenen Babys rausreißen aus der Mutter, ich werde ihre Köpfe zerschlagen, gegen den Fels, gegen die Wand, damit sie für immer vernichtet seien. Und wenn ich es nicht offen...
Yeah, da. Extreme Earth Induction in the Congressional Records of the United States of America. Das ist das Versprechen der Jesuiten. Und wenn ich es nicht offen tun kann, dann werde ich es im Geheim tun. Und alle Möglichkeiten werde ich gebrauchen. Genau das haben sie gemacht mit den Waldensern. Sie haben sie verfolgt, sie haben die Frauen genommen, sie haben die Kinder genommen, sie haben ihre Köpfe zerschlagen gegen die Felsen, gegen die Wände, nur weil sie nicht übereinstimmten mit dem System. Hier ist eine alte waldensische Kirche heute noch. Die Waldenser sind nicht mehr laut. Hier ist ein einsames Grab der Waldenser, ein Museum der Waldenser und ihrer Verfolgung. Sie wurden in Massen in Höhlen hineingebracht und dann wurde ein Feuer angezündet. Und es wurde gesagt, kommt raus oder ihr verbrennt da drinnen. Und es ging einfach so weiter. Sie wollten nicht rauskommen, denn sie wollten ihren Glauben nicht preisgeben. Wenn einer rauskam, wurde er runtergeschmissen vom Berg. Grenzlose Verfolgung. Der Drache war verzürnt wider die Frau und er jagte sie in der Wildernis. Das sind Gemälde von dieser Zeit, wie sie flohen in die Wildernis, in die Wüste, in die einsamen Plätze der Welt. Das sind waldensische Verfolgungsgegenstände im Museum in La Tor in Italien. Hier haben wir das Bild von Loyola in der Jesuitenkirche in Prag und er steht, entweder steht er auf einer Frau, die er vernichtet, die Gegner des Papstes, die Gegenreligionen, er ist der große Sieger, der große Held. Hier haben wir die Geschichte von Johann Hus. Johann Hus war einer der Vorgänger der Reformation. Er hat es gewagt zu sagen, wer ist die Kirche, dass sie behaupten kann, sie könne Gott aus dem Himmel herabrufen? Wer ist die Kirche, die behaupten kann, dass man einfach nur so Sünden vergeben kann, so wie man will? Und so hat er Glaubenspunkte aufgezeichnet, die die Vorgänger der Reformation waren. Man hat grenzlose Verfolgung angefangen gegen Hus und seine Nachkommen. Und viele Kriege sind gekämpft worden, aber die Hussiten haben irgendwie immer die obere Hand gehabt. Und der Papst hat die Hand über das Land gesagt und sagt, wer seid ihr schon? Ihr werdet wir aus der Geschichte, euch werden wir aus der Geschichte herausschreiben. Und endgültig mit der Gegenreformation ist es dann auch so gekommen. Hier ist das Lied der Hussiten, wo steht, steht auf, ihr tschechisches Volk, macht euch bereit zum Kampf. Wir wollen kämpfen gegen diesen Bösen, diesen König von Babylon. Und sie nannten den Papst den König von Babylon. Hier ist die Gemeinde, das, wo Hus gepredigt hat. Hier ist der genaue Predigtstuhl, wo er stand. Hier sehen wir ihn. Hier aus dieser kleinen Tür kam Hus hervor. Es war interessant, es durfte kein Bild da gegenwärtig sein, es durfte keine Messe gelesen werden. Und hier konnte nur das Wort Gottes verbreitet werden. Hier haben Sie ein Bild neben diesem Predigtstuhl vom Papst mit seiner dreifachen Krone. Und er reitet geschmückt auf einem Ross. Und die Hussiten haben aufgezeichnet den Herrscher Jesus Christus auf einem Esel und den Diener aufgezeichnet mit Gold beschmückt auf einem Ross. Und somit hat er gegen dieses System gekämpft. Endgültig wurde er zu Tode verurteilt. Er stand unter dem Schutz des Königs, aber die Kirche hat gesagt, nein, du bist verurteilt. Der König hat einen roten Kopf bekommen, aber nichts gemacht. Und Hus starb endgültig auf dem Brandstapel. Hier haben sie die Köpfe und die Beine und Stücke der Leichen aufgehängt von
Hussiten, die sich gegen Rom aufgelehnt haben, damit, wenn sie hier in diesem, über diese Brücke gehen sollten, sollten sie erinnert werden, was es heißt, um gegen das System etwas zu sagen. Diese Frau wurde verfolgt durch das System, durch diese 1260 Jahre, wie noch nie eine Verfolgung hier auf Erden war. Dann im 14. Jahrhundert, Wycliffe, der Morgenstern der Reformation, fängt an zu predigen das Wort Gottes und das Wort Gottes alleine. Tyndall 1525 nimmt das griechische Neue Testament und predigt zu seinem Volk, bis dass er gemärtert wird. John Knox, der Nächste, die Frau, das Wort Gottes, die Unbefleckte, sollte weiter predigen, obwohl sie bedrängt wurde von allen Seiten. Martin Luther in Deutschland sagt, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Das Wort Gottes war der Maßstab. Sein Freund Melanchthon, der Milde, eine Verfolgung in dieser Zeit der 1260 Jahre, Krieg zwischen Protestanten und Katholiken, ständiger Lebensverlust, Bartholomäusnacht, Ausrottung der Hugenotten, John Calvin. Jeder entdeckt ein neues Licht in der Bibel. Und der Drache verfolgte die Frau, die fortgebracht hat, den Menschensohn, das Kind. Offenbarung 12, Vers 13. Die Geschichte lehrt, dass das eine reine Tatsache war. Und die Bibel sagt, dass die Erde half der Frau und die Erde öffnete den Mund und schluckte diese Flut, welche der Drache aus seinem Mund sprühte. Überall, die Erde, das heißt, wo da nicht viele Nationen und Völker und Sprachengruppen sind, war da ein Schutz. In den Gebirgen, die Waldenser, überall. Und endgültig, als es in Europa fast nicht mehr möglich war, die Hugenotten wurden verfolgt, flohen viele, viele zur neuen Welt und gründeten einen neuen Sitz, wo freie Religion endgültig erfochten wurde. Die Geschichte der Päpste, große Zahlen, Seite Volume 2, Seite 334, große Zahlen wurden ausgetrieben, Frauen, Kinder, nackt, und sie wurden gemassakert. Sie gingen zu der neuen Welt, Amerika, Südafrika, überall gründeten sie neue Vereinigungen und versuchten zu entrinnen. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde es sogar ins Grundgesetz hineingeschrieben, dass die Verfolgung und Freiheit von Glauben absolut sein sollten. Keine Verfolgung mehr wegen Glauben und Freiheit des Glaubens. In Südafrika steht das große Hugenottenmonument, wo wir die Frau haben. In der einen Hand hält sie die Bibel, in der anderen Hand eine Kette, die abgerissen ist. Sie hat sich befreit von den Ketten, die in den 1260 Jahren hier in Europa die Verfolgung fortsetzten. Und dann ist die Frage, wann hörte diese Verfolgung auf? Kurz vor 1798. Ging das letzte Dekret sogar noch gegen die Waldenser aus. Und dann Schluss. Die Macht wurde gebrochen, aber die Bibel sagt, irgendwann wird diese Macht wiederkommen und die ganze Welt wird dem System nachfolgen. Nach den 1260 Tagen, was passiert dann? Also nach 1798. Gegen wen richtet Satan dann seine Wut? Offenbarung 12, Vers 17, und der Drache war verzürnt wieder der Frau, die Gemeinde, das ist nach den 1260 Tagen, also nach 1798, und ging um Krieg zu machen gegen die übrigen ihrer Saat, die, die da halten, die Gebote Gottes
und die haben das Zeugnis Jesu Christi. Das Zeugnis Jesu Christi wird definiert in Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Also die letzte Verfolgung geht gegen diejenigen, die die Gebote Gottes halten und die den Geist der Weissagung haben. Also diese Gemeinschaft entsteht nach dem Jahre 1798, also nach den 1260 Tagen. Sie halten die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis Jesu. Und danach, nach dieser Verfolgung, wird kommen das endgültige Gericht. Und ich sah einen Thron, und der Alte von Tagen saß, und er hatte ein weißes Kleid an, sein Haar war wie Wolle, und sein Thron wie eine feurige Flamme. Und es hatte Räder, die brannten. Und zu dieser Zeit, wenn diese letzte Verfolgung losgeht, dann wird Michael aufstehen, der große Prinz, der für dein Volk steht. Es wird eine Zeit des Trübsal sein, wie es noch nie gegeben hat und bis zum Ende noch nie gewesen war. Und zu dieser Zeit wird dein Volk erlöst werden. Die reine Frau wird am Ende der Zeit erlöst werden, durch das Jesus Christus selbst in die Geschichte wieder eingreift. Und jeder, der gefunden wird im Buch des Lebens, wird erlöst werden. Das ist die Wiederkunft Christi am Ende dieses großen Kampfes auf Erden. Und was wird passieren mit dem Drachen? Ezekiel 28, Vers 16 und 18 sagt: Ich werde dich vernichten, o Cherub, Engel, derjenige, der sich aufgelehnt hat gegen Gott. Ich werde ein Feuer aus deiner Mitte kommen lassen und es wird dich vertilgen, sodass du Asche wirst auf dem Boden. Die Bibel weiß nichts von einem ewigen Feuer, wo der Teufel existieren wird. Die Bibel sagt, er wird vernichtet werden, er wird vertilgt werden durch ein Feuer, das aus ihm hervorgeht, und er wird Asche sein auf dem Boden. Endgültig wird der Tod ihn auch einholen. Und alle Sünden, die er begangen hat, und alle Sünden, die er dem Volk Gottes zurechnen möchte, aber die verziehen sind durch das Lamm Jesus Christus, werden ihm auch zugerechnet werden. Er ist der Urheber der Sünde, er ist die Ursache, dass wir eine Situation haben, so wie wir sie jetzt haben, auf dieser Erde. Und dieser Sieg, 1. Johannes 5, Vers 4, ist der Sieg, der die Welt überwindet. Diese Welt wird überwunden werden durch den Glauben. Glaube an mich. Und Jesus sagt, wir werden ewig leben. Der große Kampf zwischen Gut und Böse hatte seinen Anfang mit Satan und endgültig, nach dieser Verfolgung der Wahrheit durch alle Zeiten, wird Satan vernichtet werden bei der Wiederkunft. Das Volk Gottes wird hier auf Erden endgültig ein Reich haben, das nie vergehen wird. Die neue Stadt Jerusalem wird vom Himmel herabkommen, sagt die Bibel, und der Herr gründet eine neue Erde, in der da keine Tränen mehr sind und keine Kranken mehr. Das ist der große Kampf. Wir stehen ganz am Ende und bald werden die letzten Ereignisse geschehen. Und über diese letzten Ereignisse werde ich heute Abend in dem nächsten Vortrag etwas erzählen. Danke.